Wollt ihr so einen bunten Blumenkranz wie Rapunzel? Dann passt gut auf! Ihr braucht 4 Pfeifenreiniger, buntes quadratisches Papier, eine Schere, Klebeband und eine Klebepistole. Einige Schritte können kompliziert sein, also fragt einen Erwachsenen, wenn ihr Hilfe braucht. Dreht zuerst 2 von den Pfeifenreinigern zusammen. Macht das Gleiche mit den anderen beiden. Nehmt beide Teile und verbindet sie in Form eines Kreises. Testet, ob die Größe passt und ändert sie, falls nicht. Jetzt nehmt ihr eines der Quadrate und faltet es in der Mitte. Faltet es dann zu einem Dreieck. Dreht es um und macht es nochmal. Schneidet es in Form eines Blütenblatts. Öffnet jetzt eure Blume. Schneidet ein Blütenblatt ab und legt es zur Seite. Verbindet die Seiten der Blütenblätter mit Klebeband. Ihr könnt die Ränder mit einem Stift anmalen, damit es echter aussieht. Nehmt jetzt euer übriges Blatt, schneidet die Spitze ab und rollt es ein. Klebt es mit Klebeband zusammen. Wiederholt diese Schritte, bis ihr genügend Blüten habt, um euren Kranz zu dekorieren. Klebt die Blumen mit dem Klebestoff an den Kranz. Klebt dann die gerollten Blätter in die Mitte der Blüte. Fertig! Du brauchst nicht Rapunzels langes Haar zu haben, um mit so einem Blumenkranz zu strahlen. Rapunzel, die neue Serie ab 9. Oktober im Disney Channel.